Hallöchen, schön, dass ihr dabei seid zur nächsten Folge. Ja, und wir haben wieder einen wunderschönen Sommertag. So kann es doch weitergehen, nicht mehr diesen ganzen Regen, wie wir das im Frühling hatten. Und ja, ich sehe gerade, wir sollten auch mal was essen und trinken, nochmal kurz stärken, bevor wir wieder auf die Jagd gehen. Mal gucken, welches Abenteuer uns heute erwartet. So, getrunken haben wir, dann gehen wir eben noch ins Lebensmittellager, was futtern. Ich hatte auch noch ein bisschen Fleisch gebraten im Offscreen. Weil ich noch ein bisschen Zeit hatte, bis ich wieder schlafen konnte. Dann würde ich es auch sagen. Oh, guck mal, Karotten. Wir haben noch so viel Karotten. Essen wir mal Karotten. Na, 30 Stück werden wir nicht brauchen, aber. Wir nehmen mal 15, das sollte reichen. So, Karotte. Ah ja. Das war auch schon zu viel. Guck mal. Sind noch 5 übrig, dann schmeißen wir die wieder rüber. Kupferfall 2. Vergiftete sind ausgewählt. 37. Okay. Dann würde ich sagen, lasst uns doch mal unser Glück hier bei einem Wiesent probieren. Wir müssen dafür in die Richtung. Mal schauen, ob wir da mittlerweile eins mal wieder finden. Oder unsere Jägerin einfach so gut ist und nur Wiesent am Jagen ist. Vielleicht können wir bei ihr noch in die Lehre gehen dann. Wir hatten doch Jägerin, ne? War doch richtig, oder? Ja, Verwaltung war es. Jäger. Ja, eine Jägerin. Ich kann es noch beibringen, wie man. Oh, Stimme ein bisschen weg. Wie wir vernünftig einen Wiesent. Einen Wiesent so rum jagen können. So ein paar Tipps geben für Köder und Falle eventuell, ne? Der Bogen, ja, der Bogen. Hält der Bogen noch? Sollten wir unseren zweiten Bogen vielleicht noch mitnehmen? Das wäre eine Idee, ne? Ich sehe kein Wiesent hier. Sonst lief ja hier Wiesents rum. Wo sind sie denn? Schweinerei. Na gut. Wir werden noch welche finden, genau wie Elche. Aber normal müssten doch hier. Hier waren doch immer Wiesents gewesen. Auch als wir da die Jägerhütte und die Holz. Hängen wir nicht fest. Holzfällehütte gebaut haben. Waren doch auch Wiesents da gewesen. Aber unser Jäger scheint sie verscheucht zu haben, ne? Tja. Ich würde sagen, wir gehen aber noch schnell unseren zweiten Bogen holen. Weil, ja, wenn ich dran denke, wie viele Schüsse wir beim Bären gebraucht haben und der nicht mehr als mehr die Hälfte hier hat, könnte ein bisschen knapp werden. Warte mal, war hier vorne nicht? Ich sehe hier zumindest nicht. Hier waren doch auch mal irgendwie Kisten was gewesen am Fluss, ne? Könnte man noch ein bisschen Zeug aufheben. Ja, wir gehen jetzt erstmal schnell unseren Pfeil holen. Und dann schauen, dass wir noch unsere Jagd hier weitermachen können. Habe ich Pfeil gesagt? Unseren Bogen holen, meinte ich natürlich. So. Und dann. Ach, guck mal, da sind Fischis. Hier sind wohl Fischis in dem Teich, also ist gut. Ja, Fischerhütte ist ein bisschen weit weg davon, aber. Naja, müsste ja trotzdem theoretisch funktionieren. Ja. Ich meine, hier waren Elche, ne? Wenn ich mich richtig dran erinnern kann. Elche, Elche, Elche. Wo waren die ganzen Elche gewesen? Denika, doch. Wir laufen mal den Fluss da entlang quasi runter. Probieren wir unseren Glück mal. Elch. Da steht ja auch nur Elch, ne? Ich denke mal, das ist ja egal, ob wir eine Elch-Kuh oder einen Elch wirklich erledigen. Hoffe ich zumindest. Aber ich glaube, ja, wir werden sicherheitshalber mal direkt einen Elch probieren. Dann sind wir auf der sicheren Seite, falls eine Elchkuh doch nicht zählt. Und wir den ganzen Ärger da hinter uns haben und dann ärgern. Also nochmal ärgern, dass wir dann auch die Elchkuh nicht gezählt hat. Das wäre natürlich nicht so toll. So, ich meine aber irgendwo hier in dem Stück wären doch Elche. Hm, was machst du, Razimir? Ich habe doch gar nicht auf die Leertaste gedrückt. Wäre noch Elche gewesen. Was? Im Moment sieht es aber nicht wirklich danach aus. Ah, ein Dachs. Hallo, Herr Dachs. Ah, noch einer. Hallo, Mrs. Dachs. Oder Frau Dachs. Mr. und Mrs. Dachs. So. Ah, doch, da sind sie doch. Guck mal da. Ich wollte schon sagen, hier waren doch irgendwo Elche gewesen. So, Bogen raus, Ausdauer ist voll.
Ich weiß ja nicht, greift er uns jetzt an oder haut er ab? Angst. Angst. Kannst du dich mal umdrehen? Ich würde ja gern erstmal einen Kopftreffer geben, damit du schon mal etwas mehr Schaden bekommst. Man kann aber auch relativ nah ran an die Elche, ne? Ja, die Kuh rennt jetzt gerade weg. Oh, hier sind Schweine. Scheiße. Er rennt weg, das gibt's ja gar nicht. Der rennt auch weg. Wenn man so viel Panik gehabt wegen den Elchen, dann rennt der weg. Jetzt muss man natürlich auch noch auf die Ausdauer achten dann. Oh Mann, ey. Elch, bleib stehen. Ah, genauso ätzend wie die Rehe. Kannst du nicht mal in unsere Richtung laufen? Dann kann ich wenigstens derzeit zielen. Und den Pfeil anlegen. Oh, wo läufst du denn hin, Junge? Junge, bleib doch mal stehen. Oh, meine. Nee, nee, ich tu dir nichts. Lass mich in Ruhe. Ich will nur den Elch da hinten haben. Der ja die ganze Zeit vor mir flüchtet. Wie sollen wir den denn kriegen so? Der bleibt ja gar nicht mehr stehen, wie die Rehe sonst auch zwischendurch. Hallo? Der bleibt ja echt nicht stehen. Was ist das denn für ein Mist? Wie soll das denn funktionieren? Der hört ja wirklich gar nicht mehr auf. Der rennt im Kreis, kann das sein? Versuchen mal hier den Weg zu schneiden. So, jetzt sind wir relativ nah gleich dran. Razimir hat auch noch einigermaßen Ausdauer. So, komm, Razimir, schnell den Pfeil anlegen. Ah, war das ein Treffer? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Boah, schwierig, ey. Das ist ja voll die Hetzjagd hier. Da war wieder das Schwein. Nee, 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 ich tue den nicht. Nee, aua, aua. Lass mich in Ruhe. Einfach schon mal vorher aua sagen. Ach, wir haben auch den Razzi mir gar nicht geheilt. Oh, dann noch eins. Fällt mir gerade ein. Oh, wo ist der Elch denn jetzt hin? Ich habe die Spur verloren. Elch, mach mal ein Geräusch. Mach mal Piep. Scheiße. Ich hab den echt verloren. Wo ist er hin? Wo ist er hin, der Gute? Mist. Verdammt. Da ist er nicht wieder hier. Ah, da ist er doch. Da. Nein, er rennt wieder los. Nein. Ich hoffe, das war ein Treffer. Boah, das kann ja noch was geben, ey. Warte, wieder hier abkürzen. Jetzt ist er einmal stehen geblieben und dann bin ich mir nicht sicher, ob wir getroffen haben. So ein Mist, ey. Oh, Razzi hat fast keine Ausdauer mehr. Weil der scheint nur im Kreis zu laufen, ne? So, nochmal ein bisschen hier. Ne, jetzt dreht er um. Jetzt rennt er woanders hin. Ah, das war daneben. Das kann ich jetzt schon sagen. Oh Mann, ey Leute, ey, wir werden ja eine ganze Folge für den Elch brauchen. Ich meine, wir haben auch für den Bär quasi eine ganze Folge gebraucht, aber hier ist ja wirklich eine ganze Folge für den Elch. Och Mann, das ist doch Abfuck. Abfuck hoch 10, ey. Wie soll das denn vernünftig funktionieren? So, jetzt sind wir relativ nah dran. Komm, Razzi mir schnell. Oh, jetzt schießt er wieder nicht. Ich krieg die Pimpanellen, ey. Oh, Schwein. Nee, 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 ich tu. Aua, aua, aua. Muss er jetzt durch die Schweine durchlaufen? Der Razzi mir hat keine Ausdauer mehr. Oh. Oh, das Schwein ist hinter uns. Scheiße. Scheiße. Und ich habe den Elch wieder verloren. Die Sau hat uns in Ruhe gelassen. Das ist eine Elchkuh, aber ich brauche den Elch. Den haben wir jetzt schon ein paar Mal angeschossen. Hoffe ich zumindest. Da ist er doch, da. Mal vorsichtig, Razimir. Oh nein.
Oh, ich dachte, er rennt schon wieder weiter. Nein, das war daneben. Das war ein Treffer. Schön wenigstens, dass er jetzt nicht einfach wegrennt, wenn man daneben schießt. Er scheint langsamer zu sein. Er wird langsamer. So, Razimir. Komm, leg nochmal schnell einen Pfeil an. Och, jetzt schießt er wieder nicht. Boah, ey. Das gibt's doch gar nicht, ey. Also Elche werden wir auch nie wieder jagen. Ich sag's euch jetzt schon. Zumindest nicht im aktuellen Stand von unseren Waffen, ja. Das macht ja überhaupt keinen Spaß. Ja, Razimir. Ah, ne, jetzt rennt er wieder durch die Schweine da an. Da ist die Sau. Elch, bleib stehen. Ich will dich nicht wieder verlieren. Wo ist er? Irgendwo da hinten. Da rennt er. Ah, das ist die nächste Sau. Nee, 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 ich tu dir nichts. Ganz ruhig. Na, ist er stehen. Ist er stehen geblieben? Okay. So, wo ist jetzt der Elch wieder hin? Ah, da hinten, glaube ich, ne? Dann lassen wir die Ausdauer aufladen. Ich sehe ihn nicht, Mist. Wo ist er? Ah, da hinten. Da. Da, da ist er. Hoffe ich zumindest. Nee, das ist die Kuh. Schön. Ah, da, 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 da. Nee, ah, das sind zwei. Da hinten rennt er. Hä? Oder habe ich mich jetzt vertan? War das Spiel so laggy? Ich dachte gerade, ich hätte zwei gesehen. Och Mann, wo ist denn der jetzt wieder hin? Da, da ist er, da. Er rennt normal, okay. So, Razimir, leise sein. Pfeil spannen. Und treffen. Ja, sehr schön. Ah, hier vorne sind auch wieder die Schweine, ne? Ah, der ist ganz langsam. Razimir, schnell. Mach. Da ist das Schwein da vorne. Treffer. Nochmal, komm. Nein. Mist. Ich glaube. Ja, ich lass dich doch in Ruhe. Lass du mich auch in Ruhe. Da ist noch die andere Sau. Ah, Mann, ey. Was für ein Abenteuer das immer ist, ey. Wo ist er? Wo ist er? Da hinten, ne? Da, da rennt er. Da ist die Sau im Weg. Ah, das Problem ist auch, dass vom Razimir die Ausdauer immer so schnell weglässt. Boah, das ist anstrengend, ey. Wenigstens diesmal kein Angstschweiß die ganze Zeit. Sorry. Auch verstören. Aber, ey. Dieses Weggelaufe, ne? Das ist so anstrengend. So, Razimir, jetzt bist du relativ nah dran. Lad deine Ausdauer nochmal auf. Und noch ein bisschen aufholen. Spann deinen Bogen. Schön in den Hintern. Oh, dreht er sich weg. Der Schweinehund. So, das war ein Treffer. Komm, noch einen direkt hinterher, Razimir. Oh, jetzt schießt er wieder nicht. Der dumme Hund. Keine Ausdauer. Mann. Mann, ist das anstrengend, ey. Genau das Gegenteil von der anderen Jagd mit dem Bär, was wir eben hatten. Ja, was heißt eben, in der letzten Folge. So, Razimir, jetzt aber. Treffer. Und noch einen hinterher, komm. Jetzt. Oh, kein Ausdauer wieder. Pfeil verloren? Nee. So, komm, schnell aufholen, Razimir. Der ist kurz vorm Ende. Ich sehe das doch. Jetzt, Razimir, mach. Immer noch nicht. Razimir, deine Chance. Komm. Ah, oh, da ist die Sau. Scheiße. Nee, nicht da jetzt töten. Das wäre schlecht. Wo ist er denn da hinten? Okay. Sau, lass mich in Ruhe. Da ist noch eine Sau. Schiss. Jetzt ist er gestorben. Ja, der Elch ist auch weg. Sehr schön. So, kommen wir da jetzt. Nein, da geht die Sau. Ah. Oh. Ich will doch noch den Elch haben. Ey, was ist denn hier für ein Verteidigungs... Ah, da sind... Vorsicht, ein Camp.
Nasenblut. Ist die Sau jetzt weg? Ja. Jetzt kommen die Bastarde. Kriege ich das hin? Hilfe! Hilfe! Boah, die kommen. Hilfe! Hilfe! Ah, sie hauen ab. Okay. So, jetzt lass mal gucken, dass wir an den Elch rankommen. Ich will auch meine Beute, meine schwer erarbeitete Beute haben. Ich weiß aber gar nicht mehr. Ah, hier ist er doch, da. So, wo ist die Sau? Da vorne. Die scheint weit genug weg zu sein. Schnell. Razzi, mal schnell. Du musst schnell sein beim Häuten. Nicht, dass die Sau uns noch angreift. Ja, wir haben... noch Pfeil noch hier? Nee. Wer weiß, wo die ganzen Pfeile sind. Die haben jetzt überall in der Weltgeschichte verteilt. Inventar. Wie viele haben wir denn noch? Der Bogen ist auch fast im Eimer. Vergiftet. Ah, 24 noch. Okay, das geht noch. So, was fehlt denn jetzt noch? Ein Wiesent. Ja, wo finden wir denn jetzt noch ein Wiesent? Und was sagt die Uhr? Gute Viertelstunde ist um. So, ich gehe mal ein bisschen weg, damit das Schwein uns nicht angreift. Wo haben wir denn sonst noch Wiesent? Hier scheinen ja keine mehr zu sein. Mal kurz überlegen. Hier vorne irgendwo, ne? Da müssten noch Wiesent sein. Das könnten wir mal machen. Und wir müssen, genau, wir müssen ja auch noch... Warte mal hier, Alvin. Mit dem guten Alvin reden. Das ist ja quasi ein Abwasch, ne? Wir können erstmal nach dem Wiesent schauen. So, da vorne rennt eine Sau. Gucken, dass wir irgendwo noch ein Wiesent finden. Bin doch 3 Kilometer weg. Reg dich ab. Ich habe nur den Elch geholt, wie du gesehen hast. So, okay. Mein Gott, ey, was hier schon wieder alles los ist, ey. Banditen. Der Elch rennt 3 Kilometer im Kreis mit uns. Voll die Hetzjagd. Dann die Schweine, die sich immer an bedroht fühlen. Mann, Mann, Mann. Das müsste irgendwo da vorne, ne? Da müssten auch Wiesent gewesen sein, glaube ich. Da waren auch Schweine, das weiß ich noch. Aber auch da waren irgendwo Wiesents gewesen. Kann ich mich dran erinnern. So, den Bogen kann der Razzi mir erstmal wegpacken. Trink mal einen Schluck hier vor lauter Aufregung. Bei dem ganzen Gelaufe ist er bestimmt durstig geworden. Oder bist du durstig geworden, Razzi? Mir so rum. So, Ausdauer ist voll. Am Wasser sind die auch mittlerweile arschlangsam, ne? Oder kommt mir das nur so vor? Das ist jetzt noch ein großes Stück. Ah, okay. Ich meine mal, dass die schneller gewesen wären. Kann aber auch so sein, dass ich das wegen dem Pferd anders in Erinnerung habe. Da sind wir auch immer durch die Flüsse geritten. Das kann natürlich jetzt sein, dass das gerade täuscht. Aber, das werden wir spätestens feststellen, wenn wir dann mal wieder ein Pferd haben, ob wir dann auch langsamer sind. So, Razzi hat wieder keine Ausdauer. Dann lassen wir den nochmal ein bisschen erholen. Und weiter geht's. So, ich hoffe, dass wir jetzt hier relativ schnell noch ein Wiesent finden. Und das Heile erlegen... Oh, da sind Karren. Heile erlegen können. So. Was haben wir denn hier Schönes? Ein Stock. Ne, Stock brauche ich nicht. Brennholz. Ja, toll. Toll. Brennholz bringt mir jetzt nicht die Welt. Stöcke, Stöcke. Da ist noch eine Fackel. Stock, 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 Stock. Stock, hier sind alle Stöcke. Sonst nichts. Ah, da ist noch eine Axt. Bronze-Axt, sehr schön. Kann man gut verkaufen. Ja, mehr. Ist aber nicht, ne? Nein. Sieht nicht so aus. Okay. So, nochmal eben gucken, wo sind wir jetzt? Wir müssen auch... irgendwo Wiesent gewesen sein. Schon mal den, ich wollte schon wieder den Pfeil sagen, den Bogen rausholen. Ich weiß, dass natürlich hier auch Schweine in der Gegend waren. Weil ja hier irgendwo Lehm vorkommen war. Ja, hier. Aber hier waren auch Wiesents gewesen irgendwo in der Region. Das weiß ich noch. Ich glaube aber eher dahinter. Ah, guck mal, da ist er doch schon. Mann, bin ich gut. Wir sind weit genug weg. Komm, wir probieren mal unser Glück. Schnell, Razzi, du musst schnell sein jetzt.
Oh, er kütt, ich hab Angst. Hallo, lass mich in Ruhe. Ich hab ja nichts getan. Danke, Bäume, gut, dass ihr hier seid. Boah, er ist immer noch hinter uns. Hey, aua. Hier sind keine Bäume mehr. Lässt er uns jetzt in Ruhe? Warte, erstmal die Ausdauer aufladen. Aber wir haben auch keinen Heiltränk, ne? Keine Heiltränke, so rum. Sollen wir nochmal probieren? Aber wir haben keine Bäume, die uns hier schützen, ne? Da hier vorne erst. Komm, wir probieren mal unser Glück noch. Ich habe Angst, dass wir, ehrlich gesagt, dass wir drauf gehen. Aber okay, wir probieren einfach mal unser Glück. Das war auf jeden Fall... Oh, er bewegt sich nicht schnell. Das war ein Treffer gewesen. Noch ein Treffer. Ihn scheint es gerade nicht mehr zu jucken, dass er stirbt. Ich finde es angenehm, dann sterben wir wenigstens nicht. Oh, der braucht aber Pfeile, du alter Schwede. Ey. Genau wahrscheinlich wie beim Bär. Ah, wir haben... Ja, oh, den Bogen hat er genommen direkt. Okay, wo das denn? Wahrscheinlich, weil wir aus der Truhe genommen haben, ne? Dorfbewohner 10, das ist das nächste Kapitel. Geil, wir haben es geschafft. Die Jagd ist vollendet. Wir haben die Großwildjagd geschafft. Sind zwar fast draufgegangen, aber egal, wir haben es geschafft. So, das Wie sind jetzt noch eben heute. So, wo sind denn unsere Pfeile? Okay, die liegen hier neben anscheinend. Kupferpfeil. Da, vergifteter Kupferpfeil. Ja, wir haben doch mehr wie zwei Stück auf den geschossen. Und auch mehr wie drei. Naja gut, egal. Wir haben es überlebt. Die Jagd ist erledigt. Wir haben zwar einen dicken Kopfstoß mit seinen Hörnern in den Hintern bekommen. Aber wir leben noch. Das ist die Hauptsache. Das Allerwichtigste. So, lass mich mal kurz sammeln. Ich muss wieder gerade erstmal klarkommen. Das war wieder hier das Spiel mit dem Tod. So, genau, mit Alvin hat man nur gesagt, wollten wir sprechen. Ich würde sagen, da können wir noch hingehen. Das ist ja jetzt einigermaßen in der Nähe. Dann laufen wir den Fluss den Flussverlauf hier entlang und gehen dann über die Brücke später. Das wird schneller sein, wie wenn wir jetzt wieder durch den Fluss latschen. Das hat ja doch ein bisschen gedauert. Mal gucken, was wir noch so unterwegs finden. Vielleicht finden wir ja noch einen Karren oder eine Kiste, irgendwas. Das wäre ja ganz cool an sich. Noch ein bisschen Zeug einsammeln. Kann man immer brauchen, ne? Und verkaufen. Gibt auch wieder Münzen. Wir haben nämlich noch mehr als genug, was wir freischalten müssen. Und dann sollten wir uns vielleicht auch nochmal um Heiltränke kümmern. Das wäre, glaube ich, nicht so verkehrt. Obwohl, wir sind eigentlich mit der Jagd jetzt erstmal fertig, ne? Aber nee, doch. Man weiß ja nie, ne, ob man nochmal einen Wolf angreift oder so. Oder wenn wir uns mit den Banditen anlegen. Also wir sollten auch noch ein paar Heiltränke mal herstellen. Das hatten wir eh vorgehabt. Das haben wir auch wieder vercheckt, ne, wie so oft. Naja. Machen wir dann beim nächsten Mal Tränke. Da hinten ist die Brücke. Ist nicht mehr weit. Ach, guck mal, hier ist auch noch Schilf. Guck mal, komm, wir nehmen auch direkt noch ein bisschen Schilf, also Stroh mit. Wie gesagt, wir werden noch genug Stroh brauchen. Ich würde sagen, wir machen nochmal schnell so einen Stack voll. Ja, was heißt ein Stack? Ne, hier gibt es ja keine Stacks. Aber so, ja, 50 machen wir jetzt auf jeden Fall nochmal eben voll. Die nehmen wir mit. Denkt dran, ne? Der erste Stall, Hühnerstall ist ja auch schon da. Näherei auch noch. Und da war noch was, Grabungsschuppen. Das braucht alles Stroh. Wir brauchen das Zeug halt. Ich kann es ja nicht ändern. Ey, komm, sammel weiter hier, Razimir. Was wir brauchen, das brauchen wir halt. So, 50 haben wir. Ach, guck mal, wie viel hier noch ist. Alle paar Meter nehmen wir jetzt noch eins mit. Ah, wisst ihr was, wir haben schon 60. Komm, wir machen jetzt noch schnell die 100. Ich meine, ist ja eh bei jedem Meter nehmen wir ein Ding mit. Dann werden wir am Ende auch noch die 100 voll haben. Dann sind wir jetzt schon bei 73. Komm, ich mach das jetzt hier an der Stelle schnell fertig. Dann haben wir das hinter uns. Wir sind ja schon bei 84, 86, 88. Das geht doch immer ruckzuck hier mit dem Stroh. Na, wenn er dann auch sammelt. 96, 98, 99, 100. Passt so. Das reicht erstmal. Dann da vorne zur Brücke. Sehen wir denn noch einen Karren hier? Nee, ne?
Hier scheint kein Karren zu sein oder eine Truhe. Oder ein Camp, irgendwie sowas. Ne. Da, ne, war ein Stein, okay. Gut, dann gehen wir jetzt hier rüber. Und dann schnell zum Alvin noch. Er hat uns ja auch schon... Ah, guck mal, da ist ein Karren. Alvin hat uns ja auch schon lange nicht mehr hier gesehen. So, ah, guck mal, Bretter. Sehr schön. Bretter können wir immer brauchen. Steinaxt. Was haben wir da noch? Ah, noch eine Fackel. Mal wieder. Aber... Ja, so mega coole Sachen finden wir aber aktuell nicht, ne? Wenn wir mal sowas finden. Ja, das scheint es auch schon wieder gewesen zu sein. Okay. Dann laufen wir halt weiter. Der Alvin wartet ja schließlich auf uns. Dem müssen wir ja... Was müssen wir eigentlich mit dem? Die Hacke hatten wir den noch gebracht, glaube ich, ne? Ja, warte auf die... Eine Kupferhacke hatte der sogar. Sieh mal an. Auf die Jahreszeit warten? Nee, einfach mit Alvin sprechen. Okay. Mal gucken, was er für uns hat, was er uns erzählt. Gibt es denn eigentlich noch eine Quest? Ja, es gibt sogar noch eine Quest in dem Dorf. Könnten wir auch mal gucken. Wenn das was Einfaches ist, könnten wir das ja theoretisch noch erledigen für unsere Dynastiepunkte. Wäre dann ein Abwasch. Vorausgesetzt, es ist irgendwas Einfaches. Sowas wie, besorgen wir ein paar Beeren und Fleisch. Das kriegen wir ganz einfach hin. So, da vorne ist auch Gostorvia schon. So, Ausdauer nochmal aufladen. Dann können wir hoffentlich durchsprinten bis ins Dorf. Guck mal, der Alvin ist auch schon anscheinend wieder in seiner Hütte, so wie es aussieht. Dann ist er schon wieder auf dem Weg ins Bettchen, ja? Der Schlawiner. So, hallo, Alvin, ich bin da. Hallo. Na, Alvin, was gibt's Neues bei dir? Etwas an dir ist anders. Ich habe in letzter Zeit viel darüber nachgedacht, wie ich meine Zukunft vorstelle und was ich mir im Leben wirklich wünsche. Und ich will etwas Neues versuchen. Ich würde gerne lernen, wie man mit dem Bogen umgeht. Ja, wie gesagt, ne, das kennen wir ja schon alles beim Alvin. Das klingt nach einer sehr ernsten Lebensentscheidung. Für mich ist es das. Würdest du mir helfen, diesen Jäger zu finden, der die Bogen verkauft? Ich weiß nicht, was mich auf dem Weg erwartet und du bist jemand, der sich mit gefährlichen Reisen auskennt. Ja, so ein bisschen mittlerweile, ne? Eine unerwartete Reise, hin und wieder zurück? Ich bin dabei. Großartig, geh voran, wir können bei Fireball nachfragen, wo sich dieser Jäger genau aufhält. Dann mal los. Ah, okay, das ist ein bisschen anders. Autosave, ja, das ist sehr gut an der Stelle, weil wir haben auch die halbe Stunde jetzt quasi voll. Dann würde ich sagen, machen wir hier an dem Part Schluss. Dementsprechend, ich bin raus, euer Nobody. Ciao, ciao.